sehr verehrten Damen und Herren, in der Einladung finden Sie die beiden lapidaren Sätze in Erinnerung an die antifaschistischen Dresdner Künstler Hans und Lea Grundig. Vergibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Auszeichnung für künstlerische, kunstwissenschaftliche und kunstvermittelnde Leistungen. Sie führt damit den von Lea Grundig im Jahr 1972 der Universität Greifswald selbst gestifteten, dort aber seit 1996 nicht mehr vergebenen Preis fort. Gestatten Sie, dass ich kurz auf die Vorgeschichte des Preises und seine Neuausrichtung eingehe. Lea Grundig hat den Hans- und Lea Grundig-Preis wohl vor allem deshalb der Universität Greifswald gestiftet, weil die dortige Kunstgeschichte einen Schwerpunkt bei der Erforschung der proletarisch-revolutionären Kunst setzte, jener viristisch engagierten Kunstströmung, mit der Hans und Lea Grundig verbunden waren und die in der Formalismuskampagne der SED Anfang der 1950er Jahre als Teil der bürgerlichen Dekadenz verdammt und aus der Tradition sozialistischer Kunst exkommuniziert worden war. Erst Anfang der 1970er Jahre weitete sich wieder der kunsthistorische Horizont, endgültig dann mit der Ausstellung der Ostberliner Nationalgalerie Revolution und Realismus im Jahre 1978. Der Hans- und Lea Grundig-Preis wurde bis 1995 von der Universität Greifswald vergeben. 1996 entschied das Kollegium des Caspar-David-Friedrich-Instituts einstimmig, die Preisvergabe auszusetzen. Zu sehr erschien in Greifswald die herausgehobene Position von Lea Grundig als Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler der DDR und als Mitglied des ZK der SED, ihre Lebensgeschichte als Künstlerin und als emigrierte Jüdin zu dominieren. Gegen den aufkommenden Protest, den Preis nicht weiterzuführen, formulierte Ulrich Puritz 2009 seine Position, wonach die von Lea Grundig vertretene Kunstdoktrin für die, Zitat, Mauern vor und nach der Mauer mitverantwortlich sei. Als Resümee schrieb er, Zitat, die Mauer ist gefallen, den Widerständlern in der ehemaligen DDR sei Dank. Mit Ausdauer, Mut, List und Tücke haben sie neue Realitäten geschaffen. Mehr Realismus geht nicht. Was jedoch hat er mit jener Kunstauffassung zu schaffen, die ihn über Jahrzehnte weggesperrt hat und zum Feind erklärte? Welcher Liebhaber und Nutznießer künstlerischer Freiheiten würde ein Taschengeld im Namen jener beziehen wollen, welche eben diese Freiheiten mit allen Mitteln bekämpften? Ohne eine wie auch immer geartete Begradigung dieser ganz und gar krummen Geschichte wird es aus meiner Sicht keinen Preis der Hans- und Lea Grundig-Stiftung am Caspar-David-Friedrich-Institut geben können. Zitat Ende. Leider hat die Universität Greifswald keine eigenen weiteren Anstrengungen unternommen, sich dieser Geschichte zu stellen. Als die Proteste zunahmen und sich die öffentliche Aufmerksamkeit sinnigerweise mit der Weigerung der Universität überlagerte, wie von einer studentischen Mehrheit gefordert, den Namen des deutschen Patrioten und Antisemiten Ernst Moritz Arndt abzulegen, übrigens einer Namensgebung aus dem Jahr 1933, den die DDR seit 1954 fortführte, ging die Universitätsleitung auf den Vorschlag des PDS-Politikers Wolfgang Medling ein und übertrug den Preis der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wenn die Ernst-Moritz-Arndt-Universität so glaubte, ein Problem weniger zu haben, hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung nun ein Problem mehr. Denn sie konnte doch nicht einfach den Preis an dem Punkt fortführen, an dem die Universität sich stillschweigend von ihm verabschiedet hatte. Wie also mit einem gewissermaßen aus zweiter Hand ererbten Preis umgehen? Die Übernahme der Preisstiftung war nur sinnvoll, so konnte ich die Rosa-Luxemburg-Stiftung überzeugen, wenn sich der neue Auslober die Vergabe des Preises durch eigene Beiträge zur historisch-kritischen Aufarbeitung von Leben und Werk der Namensgeber erarbeitet und eine neue zeitgemäße Widmung für den Preis findet. Der erste wesentliche Beitrag für eine Neuausrichtung kam nun interessanterweise aus der Universität Greifswald selbst. Der damalige Student Oliver Sukrow hatte sich in seiner Masterarbeit dem Thema Lea Grundig, sozialistische Künstlerin und Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler in der DDR, gewidmet und gab so ein Beispiel für eine mögliche seriöse wissenschaftliche, das heißt natürlich kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte. An ihn vergab die Rosa-Luxemburg-Stiftung 2012 erstmals den Hans- und Lea Grundig-Preis. In der anschließend gebildeten Projektgruppe für eine zukünftige Ausschreibung des Preises war es insbesondere der Kunstwissenschaftler und Kurator Eckhard Gillen, der mit seinem Aufsatz »Jüdische Identität und kommunistischer Glaube – Lea Grundigs Weg von Dresden über Palästina zurück nach Dresden«
ein differenziertes Bild der Namensgeberin zeichnete und die beiden Pole ihrer Existenz zusammendachte. Zugleich kam damit nun auch das bisher wenig aufgearbeitete Kapitel ihrer Biografie, ihre Zeit im britischen Mandatsgebiet Palästina, in den Blick. Dank des enormen persönlichen Einsatzes von Angelika Timm, der damaligen Leiterin des Israel-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, konnte 2014 im privaten Igal-Pressler-Museum in Tel Aviv die Ausstellung von Dresden nach Tel Aviv, Lea Grundig 1933 bis 1948, realisiert werden, die erstmals das Schaffen von Lea Grundig in Palästina in Gänze thematisierte. Der bekannte israelische Kunsthistoriker Gideon Ofrat stellt im Katalog und zur Eröffnung der Ausstellung Grundigs Kunst in den Kontext der Kunst der Zeit. Ein israelisch-deutsches Kolloquium schloss sich an. Auch für die Neuausrichtung der Widmung gab Eckhard Gillen wichtige Impulse. Er hatte gerade die Ausstellung, Kitai-Ausstellung im Jüdischen Museum kuratiert und machte uns mit dessen diasporistischen Manifest von 1988 bekannt. Darin lasen wir: Ein Diasporist lebt und malt in zwei oder mehr Gesellschaften zugleich. Diasporistische Kunst ist ein von Grund auf widersprüchlich, sie ist internationalistisch und partikularistisch zugleich. Sie kann zusammenhangslos sein, eine ziemliche Blasphemie gegen die Logik der vorherrschenden Kunstlehre, weil das Leben in der Diaspora oft zusammenhanglos und voller Spannung ist. Ketzerischer Einbruch ist ihr tägliches Lebenselixier. Dies war uns Anregung für den zentralen Satz der Ausschreibung, in dem es heißt: Widerspruch, Widerstand, Migration, Flucht und Exil, immer mehr Menschen leben in einer oder mehr Gesellschaften zugleich und wagen Kunst, die in ihrer Radikalität politisch ist. Wir konnten damals nicht ahnen, welche Aktualität diese Analyse im letzten Jahr gewinnen würde und dass die gefahrenvolle Überquerung des Mittelmeers und illegale Anlandung, die Lea Grundig das Leben gerettet hatte, wieder zur Signatur der Zeit werden würde. Die Jury, der neben Eckhard Gillen, die Sammlungsleiterin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main, Frau Dr. Eva Adlan, vorstand, hatte mehr als 250 Bewerbungen zu beurteilen. In zwei Jury-Sitzungen wurden die Preisträger aus einer größeren Gruppe sehr starker Beiträge ermittelt. Die große Resonanz der Auslobung ermutigte uns, aus Anlass der Preisverleihung, also des heutigen Tages, ein weiteres Ergebnis kunsthistorischer Arbeit zu präsentieren. Wir hatten in Israel von der Existenz eines bislang unbekannten Textes Lea Grundigs erfahren. Gern wollten wir diesen kennenlernen und gegebenenfalls der Öffentlichkeit präsentieren. Erste Kontakte führten zunächst nicht weiter. Nachdem uns aber, wie bei allen diesen hier geschilderten Etappen, Frau Dr. Maria Heiner aus Dresden, die bereits seit Jahren am Werkverzeichnis von Lea Grundig arbeitet, diesen Text zur Verfügung stellte, und zwar den Text des Aufsatzes von Lea Grundig, Kunst in Zeiten des Krieges, der nur in hebräischer Sprache vorlag, im Original zur Verfügung stellte, und Professor Dr. Viktor Golinitz von der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg die Übersetzung ins Deutsche besorgte, war erkennbar, wie beziehungsreich dieser Text ist. Oliver Sukrow hat es nun übernommen, eine erste kunsthistorische und biografische Einordnung des Aufsatzes von Lea Grundig vorzunehmen. Die Lektüre des Textes von Lea Grundig ermöglicht es nun, sowohl ihr eigenes grafisches Schaffen und ihre kulturpolitischen Äußerungen der 1940er Jahre in wechselseitiger Erhellung zu betrachten, als auch ein genaueres Verständnis der antifaschistischen Kunst im internationalen Kontext zu erlangen. Natürlich sollte es nun auch eine englische Fassung geben und die Übersetzung besorgte hier Noam Ben-Ishi aus Israel. Wir überreichen allen Teilnehmerinnen, zuerst natürlich der Jury und den Preisträgerinnen, aber auch Ihnen als Gäste dieser Veranstaltung im Anschluss ein Booklet mit dem Text von Lea Grundig, Kunst in Zeiten des Krieges, mit dem Essay von Oliver Sukrow und den Abbildungen und Biografien der von Lea Grundig in diesem Text vorgestellten Künstler. Meine Damen und Herren, wir können und wollen hier nicht die Geschichte gerade biegen. Die Geschichte behält ihre Verwerfung und Brüche. Es geht nicht um Vorbilder, sondern um interessante Menschen und deren Kunst. Nach Künstlern benannte Preise bleiben nur interessant, wenn die Namensgeber durch neue Quellen oder durch einen neuen Blick auf sie noch Unbekanntes zu erkennen geben. Unabhängig davon können aber Preise ungeahntes öffentliches Interesse gewinnen, wenn deren Widmung den Zeitgeist trifft.
kommt beides zusammen, sind zeitgenössische Kunst und Kunstgeschichtsschreibung im Bunde. Der nächste Hans- und Lea-Grundig-Preis soll in 2 Jahren ausgelobt werden. Dann wird Hans Grundig im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Betreuung wird dann von Oliver Sukrow vorgenommen. Ich hoffe auf Ihr anhaltendes Interesse am Hans- und Lea-Grundig-Preis und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Подружка верная, старушка древняя, встань, Маруська, в стороне. А наши годы доверные, мы друзья старинные, ты верна, как